Glück auf zu einer neuen Ausgabe von ERZ-TV, das Magazin. Mein Name ist Susan Schwenkfelder und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auch in dieser Sendung warten wieder viele tolle Geschichten, Hintergrundberichte und interessante Tipps auf Sie. Mit letzterem starten wir auch in dieses Magazin. Weihnachten und Silvester ist vorüber. Trotzdem kommen wir aus dem Feiern nicht heraus. Auch 2017 gibt es wieder viele gute Gründe, um gemeinsam zu feiern. Da wären zum Beispiel zahlreiche Ortsjubiläen, die 2017 einladen. So feiern zum Beispiel Kunersdorf, Grünhain, Niederdorf oder auch Geier runde Geburtstage. Doch auch ganz persönliche Gründe sind gute Partygründe. Vielleicht steht ja auch bei Ihnen eine große Party an, ein runder Geburtstag, eine Hochzeit oder Ihr Kind hat Jugendweihe oder Konfirmation. Ja, dann wären Sie am 7. Januar in Aue gut aufgehoben gewesen. Da drehte sich bei einer Messe nämlich alles ums Partymachen. Aber Sie haben Glück, wir waren für Sie vor Ort. Hier ist die Zusammenfassung von der ersten Auflage Aue feiert. Es darf gefeiert werden. Im Auer Kulturhaus drehte sich am 7. Januar alles um Party. Unter dem Titel Aue feiert bot eine Messe erstmals alles für Feierwillige. Gut 20 Aussteller präsentierten alles, was das Partylöwenherz begehrt. Vom perfekten Styling über Tischdeko, Catering bis hin zum Fotografen. Die Idee zur Messe hatten zwei Auer Geschäftsfrauen. Im Mittelpunkt stand das Thema Jugendweihe und Konfirmation. Und das dazugehörige Klientel nahm die Einladung dankend an. Wir sind zufrieden, also mit den ganzen Kunden, die überhaupt da sind, dass es auch so gut angenommen wird, dass so viel Publikum hier ist, dass auch sehr viel junges Publikum da ist, samt den Eltern natürlich. Wenn die Jugendweihlinge mit ihren Eltern kommen, können wir zwei Zielgruppen ansprechen, dass wir sagen, auch junge Leute möchten gerne wieder tanzen und die Eltern vielleicht gleich dazu mitnehmen oder umgedreht. Also wir sind zufrieden, so wie Aue Feier das erste Mal angenommen wird. Das volle Programm zeigte sich natürlich bei den beiden Modenschauen am Nachmittag. Hier präsentierten einheimische Händler, Boutiquen und Stylisten, wie sie sich das erzgebirgische Partyvolk 2017 vorstellen. Beste Outfit nützt natürlich nichts, wenn man es versteckt. Denn natürlich gehört auch Tanzen zum Feiern. Die Tanzschule City Dance aus Stützengrün war nicht nur unter den Ausstellern, sondern zeigte auch auf dem pinken Teppich, wie man eine gute Figur auf der Tanzfläche macht. Anbietet, also das heißt alles Tänze, die sich vorwärts bewegen. Deswegen haben wir gerne mit einem Wiener Walzer eröffnet. Das ist auch so der Charakter des Wiener Walzer, dass wir gerne so Eröffnungen genommen für Hochzeiten, auch für andere Veranstaltungen. Wenn man was eröffnen möchte, dann kommt immer der Wiener Walzer und deswegen hat sich das auch hier vor der Modenschau angeboten. Und dann haben wir noch einen langsamen Walzer getanzt, Tango und Foxtrot. Tänze, wie gesagt, die sich alle im Raum bewegen, sodass wir auch hier auf dem Laufsteg mittanzen konnten. Aber es wird natürlich bei uns auch anderes unterrichtet, wie Disco-Fox und lateinamerikanische Tänze. An vier Orten im Erzgebirgskreis zeigt Familie Gläs jährlich ca. 1000 Tanzschülern, wie man den richtigen Rhythmus findet. Im Herbst eröffnet die Tanzschule einen eigenen neuen Tanzsaal in Stützengrün. Denn Tanzen ist wieder angesagt und dafür gibt es viele gute Gründe. Ja, Tanzen ist ganz unterschiedlich. Entweder man möchte sich gerne auf seine Hochzeit vorbereiten, das ist natürlich klassisch, ne? Für die Hochzeit möchte man gerne den Walzer lernen oder den Eröffnungstanz. Genauso kommen viele zu uns, wo beispielsweise die Kinder außer Haus sind, man möchte gerne wieder ein gemeinsames Hobby betreiben, gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Oder wir haben auch sehr viele ältere Kunden, die sagen, wir möchten uns fit halten im Alter, was Gemeinsames machen, wozu wir nie Zeit hatten während dem Berufsleben. Und die kommen dann gerne zu uns zum Tanzen. Schließlich ist man fürs Tanzen ja auch nie zu alt.
genauso wie fürs Feiern. Man muss sich nur die richtigen Gründe aussuchen. Mit der Premiere von Aue Feiert waren Organisatoren und Aussteller jedenfalls zufrieden. Einer zweiten Auflage im nächsten Jahr steht also nichts mehr im Wege. Na dann, Prost! So schick wie im letzten Beitrag, so amüsant geht's im nächsten Beitrag zu. Der führt uns nach Schneeberg. Hier lädt das Dr. Kurt Geithner Bad immer am ersten Sonntag eines Jahres zum großen Familienbadetag. Bereits zum 9. Mal lockte die Veranstaltung zahlreiche Besucher, auch von außerhalb in die Bergstadt. Doch das war erst der Anfang, denn mit dem Badetag startet die Veranstaltungssaison in Schneeberg erst. Und auch da erwartet uns Erzgebirger 2017 wieder eine ganze Menge. Traditionell öffnen Anfang Januar die Türen des Jugendstilbades Dr. Kurt Geithner in der Amtsgerichtsstraße in Schneeberg zum Silberstrom-Familienbadetag. Am 8. Januar war jetzt von 8 bis 20 Uhr der 9. Badetag. Für den Nachmittag hatten die Stadtwerke Schneeberg mit ihren Partnern ein buntes, abwechslungsreiches Kinderanimationsprogramm zusammengestellt. Ganz zur Freude von Bürgermeister Ingo Seifert. Das Besondere für Schneeberg, dieses i-Tüpfchen, was unsere Stadt eben lebenswerter macht, solche Stadtwerke im Rücken zu haben, die eben nicht nur sich auf ihr normales Geschäft beschränken, mit Strom und Energie versorgen, sondern eben auch mit Events auf sich aufmerksam machen und wie gesagt dafür dann für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Einwohnerinnen und Einwohner eben das Besondere schaffen. Also ich bin sehr, sehr dankbar und freue mich auch auf 2017, auf die ganzen Events gemeinsam mit den Stadtwerken. Beim Badetag standen Kinderquatsch mit Biene, verschiedenen Spielen und Ballonmodellage auf dem Programm. Außerdem wurden die Besten im Arschbombenwettbewerb gekürt. Alle, die sich lieber unter Wasser aufhalten, konnten nach dem Goldschatz tauchen und auch mit einer professionellen Taucherausrüstung der Wasserwacht Schneeberg ihre ersten Erfahrungen machen. Der Schwimmverein Schneeberg war trotz eigener Großveranstaltung am Tag zuvor beim Badetag ebenfalls mit vor Ort. Der Badetag war der Auftakt der 2017er Eventsaison der Stadtwerke Schneeberg. Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Friedrich am 8. Januar im Kurt-Geithner-Bad zu den weiteren Höhepunkten. Nächste Woche am Sonntag, dem 15. Januar, wollen wir um 15 Uhr die Silberstrom-Eisarena eröffnen und dann wieder für 6 Wochen mitten im Herzen von Schneeberg Eislaufspaß unseren Kufenflitzern anbieten. Im letzten Jahr fast 8000 Besucher. Ich hoffe mal, das toppen wir auch dieses Jahr wieder. Aber unser Eventkalender ist natürlich riesenvoll. Dieses Jahr heißt es auch wieder erzgebirgischer Autofrühling. Da sind wir mit dabei mit den Stadtwerken. Alles rund ums Thema Elektromobilität. Man kann auch mal fahren mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Motorrad. Und auch für die Kleinen ist ein Elektroparcours mit dabei. Die Freestyler sind wieder mit dabei mit ihren Motorrädern, Hubschrauberrundflüge. Also da passiert auch wieder richtig viel. Große Silberstrom-Party, Filzdeichfest vielleicht noch erwähnt. Wieder 3 tolle Tage. 30 Hüpf- und Erlebnisbogen. Wir haben Freitagabend, Samstagabend, Sonntagnachmittag wieder gute Bands dabei. Bodybanking, Musik, Tanzartistik, aber da werden wir wahrscheinlich später dann noch mehr berichten. Ein Hinweis vielleicht noch, dass man sich auch eintragen kann am 29. Juli für alle Oldie-Freunde Silberstrom Rock am Teich. Wir haben schon die Animals and Friends, die T-Rex. Und The Trucks gebunden. Und ich denke mal, da steppt auch am Filzdeich wieder der Bär. Anbaden, Drachenbootrennen und alle anderen Veranstaltungen, die wir noch so durchführen, laufen natürlich wieder. Ich kann alle schon mal einladen und vor allem mit Silberstromcard, denn da gibt es wieder Vorteile oder gar auch freie Eintritte. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen, von euch zu unseren Veranstaltungen kommen und wir sehen uns am Filzdeich oder in einer anderen Veranstaltung. Glück auf! Das Schneeberger Dr. Kurt Geithner Bad zog zum Silberstrom-Familienbadetag schon mal zahlreiche Wasserratten an. Auch wenn Wintersport von den Bedingungen her eine sportliche Alternative gewesen wäre. Vom Wasser zum Eis. Auf dem Schneeberger Marktplatz lädt derzeit eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen ein. Übrigens genau wie in Annaberg-Buchholz. Weitere interessante Ausflugsziele und Veranstaltungstipps finden Sie nicht nur auf www.erztv.de, sondern auch auf unserer Facebook-Seite. Schauen Sie doch mal rein. Wir machen eine kurze Pause und sind nach der Werbung zurück.
Schwarzenberg Sonnenleite im Dezember 2016. Das größte Weihnachtsgeschenk kam für Ramona Schauer schon kurz vor Heiligabend mit dem Umzugsunternehmen. Denn die junge Frau konnte noch im Dezember in ihre alte und nun auch komplett neue Wohnung zurück. Bis dahin hat es gut 2 Jahre gedauert. Rückblick: So sah die Sachsenfelder Straße 37 bis 47 noch 2014 aus. Damals startete die Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft das Projekt Rückbau und Modernisierung. Nachdem alle Mieter ausgezogen waren, rücken im Januar 2016 die Baumaschinen an und bauen das Gebäude Stück für Stück zurück. Der Wohnblock wird kleiner, aber auch attraktiver. Ja, also seit Januar ist sehr viel passiert an diesem Gebäude. Man sieht, wenn wir das in Erinnerung hatten, wie das früher aussah, ein 6-geschossiges Gebäude hat sich jetzt entwickelt zu einem 3- bis 4-geschossigen Gebäude. Wir haben mit dem Bau begonnen, also mit dem Rückbau im Januar diesen Jahres. Und jetzt im Dezember sind wir froh, dass die Mieter noch auch rechtzeitig vor Weihnachten hier einziehen können. Aus ursprünglich 66 Wohnungen sind innerhalb eines Jahres 44 moderne 2- und 3-Raumwohnungen entstanden. Die Wohnungen haben moderne Grundrisse, neue Fenster, Türen, die komplette Haustechnik wurde erneuert und auch die Wohnungsausstattungen sind nagelneu und modern. Vor allem die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierearm und verfügen über ebenerdige Duschen. Bis dahin war es vor allem planerisch ein langer Weg. Denn ein Großteil der ehemaligen Mieter wollte nach dem Umbau wieder zurück. Also beginnend mit der Frau Schauer war das 2014 die Gespräche damals mit den ganzen Mietern, die hier noch drinnen gewohnt hatten, um das Projekt zu erklären. Dann das Jahr drauf der Umzug, der Auszug erstmal der zwischenzeitliche und dann jetzt ein Jahr später wieder der Rückzug. Also kann man sagen, ungefähr doch 2 Jahre, ein Jahr davon Bauphase, wo dann wirklich die Mieter die ganze Zeit involviert waren in die ganze Geschichte. Und heute führt Frau Schauer endlich der Rückzug wieder in die neue Wohnung, der altneue Wohnung. Gerade die ehemaligen Mieter, die sich für einen Wiedereinzug entschieden haben, konnten zu einem Großteil eigene Wünsche einbringen. Auch Ramona Schauer hat den Bau ihres Zuhauses begleitet und sich in ihrer neuen alten Wohnung selbst verwirklicht. Ich fand's toll, dass es so schnell ging, dass wir es so schnell gemacht haben, dass wir Mitspracherecht gehabt haben in bestimmten Sachen, Fußbodenbelag, Türen, sowas, Fliesen, fand ich toll. Und das hat sich gelohnt, denn obwohl ein Umzug natürlich nicht nur Spaß ist, hat sie sich ein echtes Zuhause geschaffen. Die Frau Schauer hat ja viele eigene Ideen mit umgesetzt, auch angefangen bei der Tapete, so wie sie gerne das wollte. Das hat man auch gesagt, das möchte man gerne, dass er das mit umsetzen kann. Und sie macht einen ganz glücklichen, zufriedenen Eindruck heute. Sicherlich noch ein bisschen aufgeregt, weil heute der Umzug ist. Aber ich denke, nächste Woche, wenn sie dann sich ein bisschen eingelebt hat, kann man bestimmt noch mal nachschauen gehen in der Wohnung. Auch die Außenanlagen sind komplett neu gestaltet worden. Das Gebäude selbst hat einen hohen energetischen Standard. Außerdem wurden die kleinen Bäder umgestaltet und durch ebenerdige Duschen oder das Verlegen der Waschmaschine in den Keller optimal genutzt. Keine Frage, die Wohnungen in der Sachsenfelder Straße sind attraktiv für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben Wohnungen für Singlehaushalte, für 2-Personen-Haushalte von der Wohnungsgröße. Wer jetzt Interesse hat, kann sich gern bei uns bei der Frau Zechel melden, in der Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft. Und wir haben auch noch mal eine kleine Musterwohnung vorgehalten, die wir noch mal zeigen können praktisch. Also gerne, wer dort Interesse hat. Auch die Balkone wurden vergrößert, zur Freude aller Mieter. Denn auch wenn es diese Aussicht schon vorher gab, lässt sie sich von einem nagelneuen großen Balkon doch noch besser genießen. Insgesamt hat die Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft gut 2,7 Millionen Euro in die Sachsenfelder Straße 37 bis 47 investiert. Und das hat sich gelohnt. Aktuell sind nur noch wenige Wohnungen im frisch sanierten Gebäude frei. Die SWG plant am Samstag, dem 21. Januar zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, einen Besichtigungstag. Alle Interessierten sind dazu recht herzlich eingeladen. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen
wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Willkommen zurück bei ErzTV, das Magazin. Den zweiten Teil der Sendung wollen wir mit einer Fortsetzung einleiten. Vergangene Woche haben wir Ihnen Bernd Rassenberger vorgestellt. Der Erzgebirger hegt eine tiefe Leidenschaft zu dem Instrument der australischen Ureinwohner, dem Didgeridoo. Seine Faszination dafür gibt er gern weiter. Deshalb gibt er Kurse in Kindergärten oder anderen Einrichtungen. Auch die Spielweise des Instrumentes bedarf einer guten Anleitung und natürlich ein bisschen Übung. Gerald Nözel hat nochmal genauer nachgefragt. Zu Gast bei Bernd Michael Rassenberg in Schönbrunn. Zahlreiche Didgeridoos aus den unterschiedlichsten Hölzern und in verschiedensten Längen und Bemalungen zieren inzwischen eine ganze Wand in seiner Wohnung. Das zeigt die Verbundenheit zwischen Musiker und Instrument. Erweitert wird seine Sammlung durch zahlreiche Bumerangs. Einmal sportlich bunt oder naturbelassen, mit der typischen Punktbemalung der Aborigines. Außerdem fallen schmale bemalte Brettchen auf, ebenfalls mit dieser typischen Bemalung. Die Brettchen sind an einer Schnur befestigt und dienen den Aborigines zur Kommunikation. Bezeichnet werden sie auch als Buschtelefon oder Schwirrholz. Beim Spielen eines Didgeridoos folgt der Musiker nicht dem Notenblatt. Hier ist ganz allein das Talent des Spielers gefragt und was er für Töne im Mundraum mit den Lippen erzeugen kann. Und dennoch gibt es Didgeridoos mit den unterschiedlichsten Tonlagen. Das liegt an der Länge des Instrumentes, dem Holz, aus dem es gefertigt wurde, und auch am Durchmesser. Dieser ist entscheidend für die Tonlage eines Didgeridoos, die von B, C, D, E, F, G, E, B, Cis, Fis bis zu Dis reichen kann. Um diese Töne dann auch mit einem langanhaltenden Ton spielen zu können, bedarf es einer ganz bestimmten Atemtechnik, der Zirkularatmung. Bevor man sich aber an diese wagt, sollte der Musiker einen relativ sicheren Grundton spielen können. Ein Didgeridoo hat immer einen Grundton und da wird immer zelebriert. Und auf dem Grundton baut sich eigentlich alles auf. Das ist ja das Besondere an diesem Instrument. Beherrscht man nun diesen entscheidend sicheren Grundton, kann man sich an die Zirkularatmung wagen. Blasen und gleichzeitig Luft holen, das will gelernt sein. Denn es liegt nicht in der Natur des Menschen. Aber nur so ist es möglich, einen langanhaltenden Dauerton zu spielen, wie wir es vom Didgeridoo-Spieler erwarten. Um die Zirkularatmung richtig zu erlernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bernd Rassenberg erklärt uns, wie er diese Atemtechnik erlernt hat. Ich sage immer, nimm dir ein großes Glas Wasser und geh in den Garten. Ich nehme einen Schluck Wasser. Mit Wasser ist es am Anfang so, dass ich mir das besser vorstellen kann. Die Trennungsbereiche in meinem Hals. Also ich nehme einen Schluck Wasser in den Mund, schluck den aber nicht runter. Nicht sitze ich da. Das Wasser drin und kann aber atmen. Da merke ich jetzt schon, das ist ein Bereich und hinten kann ich trotzdem durchatmen. Nummer 1. Nummer 2 ist Schluck Wasser, atmen und dann das Wasser so rausspritzen, dass es wie so ein Strahl ist und die Lippenbewegung ist wie Didgeridoo spielen. Da habe ich schon mal den Vorteil, das ist fast wie Didgeridoo spielen. Das war der Schritt 2.
Schritt 3, wieder einen Schluck Wasser nehmen, atmen und aber bei dem Ausspucken gleichzeitig einatmen. Also nicht, sondern gleichzeitig. Jetzt liegt es langsam. Ne? Also ich kann das gleichzeitig tun. Also durch die Nase hole ich Luft und tue den Vorrat, was jetzt Wasser ist und später aber Luft, ausstoßen. Am Anfang, wie gesagt, übe ich das mit Wasser, später mit Luft. Da kann ich auch im Auto sitzen und machen, nur mich dran zu gewöhnen, das gleichzeitig zu tun. Und irgendwann mache ich dann am Anfang hakelt das noch, sieht beschissen aus, ist aber die beste Methode, das zu lernen. Und später habe ich meine Zirkularatmung. Und ich kann einen endlosen Luftstrom zur Verfügung stellen. Ne? Das muss ich natürlich dann nochmal am Instrument üben, um dann auch diesen Punkt, diesen Umschaltpunkt zwischen der Wangenluft und meiner Luft dann wieder aus dem Zwerchfell, dass ich das unhörbar irgendwann bringe. Ne? Am Anfang wird sich das noch ein bisschen hakelig anklingen und am Anfang gibt es dann immer mal noch so eine ganz kurze Pause. Ich zeige das jetzt nochmal durch meine Hand. Einatmen, ausatmen. So ungefähr. Beherrscht man nun die Zirkularatmung und kann einen guten Dauerton spielen, bleibt die Frage: Was spiele ich eigentlich? Welche Töne kommen aus meinem Instrument heraus? Aufgrund der Instrumentenlänge sind auch die gespielten Töne weit weg und eine Selbstkontrolle ist schwer. Auch für dieses Problem hat Rassenberg einen Tipp. Das sind ein paar alte Bretter gewesen und da habe ich mir einfach so eine scheinbare Zimmerecke gebastelt. Das ist nur, damit das Didgeridoo schön weich liegt. Und wenn ich jetzt das Didgeridoo hierher spiele, geht ja der Ton fort. Setze ich das jetzt hier in die Ecke, ich kann mich ja gemütlich hinsetzen oder was mal, weiß ich. Also man hört einen großen Unterschied. Der Schall wird zurückgeworfen und durch die rechten Winkel nochmal verstärkt. Und ich kann mich natürlich gut hören und kontrollieren. Für Außenstehende ist es immer wieder erstaunlich, welche Klangbreite in einer einfachen Holzröhre stecken kann, die von Termiten über viele Jahre ausgehöhlt wurde. Das Didgeridoo macht seinen eigenen Sound. Ich tue die Tonsäule ja nur erregen. Erstmal durch meine Lippenbewegung und alles, was ich reingebe, wird hier 100-mal hin und her geworfen und verändert und miteinander vermischt. Man sagt ja auch so ein Didgeridoo, was ist das eigentlich? Und in Plastik oder ein gerades Didgeridoo ist es wie eine tiefe Trompete. Aber ein gewachsenes Didgeridoo, die Termiten fressen ja ein Holz hinterher und das ist innen, ist das alles huckelig und nicht glatt. Und das macht diesen Sound, diesen unberechenbaren Sound mit diesen ganz vielen verschiedenen Tönen und Tonnuancen. Ich sage immer, Didgeridoo klingt dreckig, aber das ist ja das Gute. Dass ich ganz viele Klänge zugleich habe, wo ich gar nicht weiß, ey, was ist denn das alles? Ne? Und wenn jemand gut Didgeridoo spielt, hat man auch den Eindruck, dass manchmal mehrere Instrumente im Spiel sind, weil ich höre ganz viele verschiedene Dinge. Das spirituelle Spiel eines Didgeridoo wird heute auch für meditative Zwecke eingesetzt.
Hierbei dienen die Schwingungen, die das Instrument erzeugt, als sehr entspannend für Körper und Geist. Es ist ein meditatives Klangerlebnis, auf das der gestresste Körper reagiert und so zur inneren Ruhe zurückfindet. Den ersten Teil vom erzgebirgischen Didgeridoo-Mann können Sie übrigens noch einmal online in der Magazinmediathek unter www.erztv.de sehen. Was haben Sie eigentlich mit Ihrem Weihnachtsbaum gemacht? Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Da wäre natürlich die einfachste Methode, das Entsorgen über die städtische Müllabfuhr. Oder aber das Verbrennen im eigenen Kamin. Oder auf einem öffentlichen Knutfeuer. Davon gibt es im Erzgebirgskreis mittlerweile ja auch eine ganze Menge. Erstmals feierte man den skandinavischen Brauch in diesem Jahr in Frohnau. Fast schon eine Tradition hat die Weihnachtsbaumverbrennung in Bad Schlema. In der Landeshauptstadt Dresden hat man eine weitere kreative Möglichkeit gefunden, seinen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Die Kollegen von Dresden Fernsehen berichten. Hier lassen sich Mogli, Drumbo und Savo die Überreste der Striezelmarktfichte schmecken. Der Weihnachtsbaum wurde am Montag den Elefanten als Leckerbissen im Dresdner Zoo verfüttert. Zoodirektor Karl-Heinz Okena und Dresdens erster Bürgermeister Detlef Sittel trauten sich ganz nah ran. Denn die Fichte ist trotz der stacheligen Nadeln eine beliebte Delikatesse bei den Dickhäutern. Die Zunge ist zwar sehr weich und geschmeidig, wenn man die so anfasst, also wir als Pfleger berühren sie ja nun fast tagtäglich, aber sie ist vom Zellengewebe so gebaut, dass sie durchaus, die fressen ja auch Brombeere, Nadelgehölze und das stört die nie. Freier Natur haben sie Akazie teilweise auch oder im Brombeere bei uns im Angebot, Rosen, kein Problem für die Elefanten. Auch wenn Holz nicht viele Nährstoffe hat, steht es regelmäßig auf der Speisekarte der Dickhäuter. In freier Natur besteht die Diät eines afrikanischen Elefanten sogar zu 2/3 aus Gehölz, Blättern und Rinde. Den eigenen Weihnachtsbaum von zu Hause kann man aber nicht an die Elefanten des Dresdner Zoos verfüttern. Das sind Bäume, die wirklich frisch gehauen sind oder geschlagen sind, besser gesagt. Oder dann gelagert haben, aber die eben noch nie irgendwie mit irgendwelchen Lamettern oder anderen Stoffen zusammengekommen sind. Also muss man wirklich aufpassen, dass da nichts dran ist. Bevor die Elefanten zulangen durften, haben die Pfleger ganz genau darauf geachtet, dass jeder Schmuck entfernt wurde. Traditionell wird immer am Jahresanfang ein Weihnachtsbaum im Zoo serviert. Und damit darf ich mich für den Moment auch schon wieder von Ihnen verabschieden. ErzTV, das Magazin, sehen Sie immer zu jeder ungeraden vollen Stunde, außer zwischen 0 und 6 Uhr im Programm. Zu jeder geraden vollen Stunde sehen Sie die aktuellen Nachrichten in ErzTV kompakt. Schauen Sie doch mal rein. Schnell und gut informiert sind Sie auch auf unserer Facebook-Seite. Hier freuen wir uns auch jederzeit über Ihre Kommentare. Damit sage ich Tschüss und bis bald im Programm. Glück auf, Ihre Susan Schwenkfelder.